Hallo Ballerfreunde, mein Name ist Explain Gaming und ihr seht einen kleinen Waffenguide. Und zwar habe ich mir gedacht, man müsste mal die Waffen zeigen, die wirklich sehr selten gespielt werden. Und diese gehört ja eigentlich auch dazu. Und zwar die CWJMS, alias Akkuschrauber. So sieht sie zumindest aus. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen die Statistiken an. Und da ist mir gleich aufgefallen, die Waffe ist in wirklich keiner Kategorie besser als eine andere aus der Klasse. Vielleicht manche im Hüftfeuer. Doch die Magazinkapazität, die ist deutlich höher. Wie bei den meisten. Ich glaube, sie hat sogar die höchste. Aber auch die Feuerrate ist jetzt auch nicht gerade die beste. Wie jetzt hier, der Schaden ist nicht so hoch, Präzision ziemlich schlecht. Hüftfeuer ist auch nicht das Beste. So, und jetzt sieht man hier, jetzt schieße ich einfach hier mal aus der Hüfte auf die Wand. Und ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus der Hüfte. Aber jetzt hier über die Zielvorrichtung sieht man, dass die Waffe nach oben rechts wegzieht. Ne? Und jetzt hier nochmal. Sogar gerade nach oben gewandert. So, jetzt versuche ich einfach mal hier gezielt auf eine Stelle zu schießen. Und ja, das ist schon eine ziemlich fette Streuung, die da entsteht. Ne? Also da ist schon ganz schön der Taler an der Wand. Noch eine Runde. Ne, aus der Hüfte. Ja. Aus der Hüfte sieht fast genauso aus wie mit wie aus jetzt über die Zielvorrichtung. So, jetzt habe ich hier den schweren Lauf drauf gepackt, das Coyote-Visier und das Taglight, aber das ist ja unwichtig. Eigentlich ist ja nur der schwere Lauf jetzt hier wirklich entscheidend. Und man sieht, dass die Waffe doch schon präziser schießt, aber die Waffe drückt ordentlich nach oben. Jetzt versuche ich hier mal mit schwerem Lauf auf eine Stelle zu schießen. Gezielt. Entgegenhalten. Und das sieht schon besser aus. Als ohne. So, mal von etwas weiter weg. Ja. Allerdings ist die Stabilität dadurch wieder ziemlich beschissen. Wie man jetzt hier sieht, ne? Das sieht ziemlich gut aus. Aus der Hüfte, naja, da hat sich jetzt nichts verändert. Können wir jetzt hier schauen. Das bleibt eigentlich gleich. Gucken wir uns die Waffe mal in Action an. Und zwar hier gleich das erste Ding. Der Gegner, der schluckt erstmal ohne Ende. Oder zumindest treffe ich nicht richtig. Der springt hier noch rum wie so ein Flummi. Und jetzt schieße ich das ganze Magazin rein und muss trotzdem die Sekundärwaffe ziehen. Aber geht auch was auf Reichweite. Wie man jetzt hier sieht, der Gegner stand schon etwas weiter weg und ich habe ihn trotzdem bekommen. Jetzt noch so ein kleines Kuckucksei hier. Das ist eine ganz schöne Zirkusnummer. Also da ging wirklich fast alles daneben. Und jetzt höre ich hier noch einen. Jetzt hat er hier gerufen. Weiter so, Jungs! Nicht nachlassen! Und da ist er. Und hier geht's jetzt schon wieder. Komischerweise. Den einen weggeholt, den anderen auch. Jetzt hier kann man, manchmal kann man richtig reinschnetzeln mit der Waffe. Hier den weg und da hinten kommt auch noch einer. Bloß was jetzt auffällt und was man jetzt sieht, dass einen ziemlich schnell die Bohnen ausgehen. Ja.
habe nicht wirklich viel gemacht mit der Waffe. Man hat ungefähr 150 Schuss, glaube ich. Hat man mit dabei. So über den Daumen. Und diesen Ruckzuck weg. Wenn man jetzt hier. Gut, das ist ein Granatenkill gewesen. Aber vielleicht hätte ich die beide trotzdem bekommen. Weiß man nicht. Naja, auf jeden Fall, man hat halt. Man braucht fast ein ganzes Magazin für einen Gegner, wenn er etwas weiter weg steht, und mit drei Magazinen geht da nicht viel. Und man kann sich nicht selbst versorgen, also es ist schon auch ein ziemlich großes Problem bei der Waffe. Dass halt einfach die Munition fehlt. Aber hier, das läuft hier nochmal ganz gut. Und um die Ecke erschossen. Bestens. So, was bleibt mir letztendlich zu sagen? Ja, ich bin mir selber nicht ganz sicher, was für eine Aufsätze man auf die Waffe raufpacken könnte noch. Ich habe eigentlich alles ausprobiert. Von Schalldämpfer bis schweren Lauf, Mündungsbremse. Eigentlich alles, was es so gibt, und ist schwierig mit der Waffe. Also ich wüsste nichts weiter. So spielt sie sich eigentlich ziemlich gut, finde ich. Aber wenn ihr noch was habt, wie man diese Waffe spielen könnte, dann schreibt es in die Kommentare. Und damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.